weiß ich jetzt voll, was dieses Intro soll. Ich versuche seit 2 Tagen das Video zu machen. Weiß aber nicht wie. Aber here we go, listen up. Es geht um das Video Please Don't Buy Atomic Heart von Harenko. Vor 3 Tagen hochgeladen. Der Titel von dem Video ist ziemlich klar, ziemlich eindeutig. Der Grund, warum ich mein Video mache, ist nicht vorrangig der, jemanden davon zu überzeugen, das Spiel zu kaufen oder nicht zu kaufen, sondern damit ich alles, was ich selbst die letzten Tage dazu herausgefunden habe, darlegen kann. Und ich mir selbst und jeder, der sich anschauen möchte und tatsächlich anschaut, dann dazu eine Meinung bilden kann. Also, here we go. Das Video ist grundsätzlich unterteilt in 6 Parts. Wenn man das so schön liest, Part 1 the Basics, dann the Devs, also die Entwickler, Marketing, Economics, Theme und Robots. Ich möchte diese Punkte allerdings nicht genau in dieser Reihenfolge durchgehen, sondern bei denen anfangen, die meiner Meinung nach weniger relevant sind. Erstens für die Frage, die dieses Video stellt, und für meine weiterführende Informationssammlung und Meinungsbildung hin zu denen, die ich persönlich für relevanter und gravierender halt. Part 1, The Basics, Name ist mehr oder weniger Programm, er legt kurz den Plot und das Setting des Spiels dar, das Release-Date, den Protagonisten, die bisherige internationale Berichterstattung, PC Gamer und IGN-Artikel, beides keine relevanten News-Outlets meiner Meinung nach. Mehr gibt es da eigentlich nicht zum Sagen. Part 3 Marketing. Es geht darum, dass das Spiel extrem lange Entwicklungsphase durchlaufen hat und Leute am Anfang sehr skeptisch waren, da der Entwickler nur ein VR-Projekt davor inne gehabt hat, das verworfen worden ist. Die Gründe dafür habe ich nicht herausfinden können, ob sich es tatsächlich um einen Scam gehandelt hat, wie es manche Leute genannt haben. Dafür habe ich zu wenig Informationen gefunden. Des Weiteren werden die sehr dubiosen Pre-Order-Taktiken erwähnt. Und ich gebe dem Ganzen recht, ich finde es widerlich. Es kotzt mir einfach an, diese Art und Weise, wie man ein Spiel macht, dann Content wegnimmt von dem Spiel und dann verschiedene Versionen von dem Spiel released und den weggestrippten Content als extra Content dann verkauft. Aber das ist leider eine zugängige und zu weit verbreitete Praxis, als dass sie in dem Fall relevant für mich wäre. Zumindest hat sie nicht das Gewicht wie die Punkte, zu denen wir später im Video kommen. Part 6, die Roboter. Es läuft auf die übertriebene und unnötig sexuelle Darstellung von Robotern mit weiblichen Charakteristika aus. Da, wenn sich jetzt jemand denkt, Cringe-Alarm. Es ist grundsätzlich wieder ein Punkt, wo ich zustimme. Es ist etwas, gegen das Institutionen und Individuen seit Jahren kämpfen. Es gibt in manchen Ländern sogar schon Gesetze, die genau das verbieten. Es ist unnötig und widerlich. Aber leider, wie der Punkt mit dem Marketing, mit den Pre-Orders, für mich selber nicht ausschlaggebend. Vielleicht bin ich abgestumpfter Untermensch, aber es ist leider zu gängige und zu weit verbreitete Praxis, als dass ihr aufgrund von diesen Punkten sagen könnt, Please don't buy Atomic Heart. Part 5, The Theme. Kurze Warnung, da wird es etwas komplexer. Der Grund dafür ist, dass die restlichen Punkte enger miteinander verknüpft, beziehungsweise meiner Meinung nach relevanter und oder gravierender sind. Es geht anfänglich in diesem Part genauer noch um das Spiel selbst, den Plot, das Setting, den Protagonisten. Und es läuft auf die Frage hinaus, wo die Grenze liegt zwischen der Verwendung bestimmter Symbolen und Ideologien im Spiel im Sinne von Worldbuilding und Art Decision und der Verherrlichung eben dieser Symbole und Ideologien. Laut dem Video wird diese Grenze klar übertreten. Als Beispiel sieht man Bilder von einem Promo-Event, den Dekorationen mit den Sprüchen und Symbolen eben dieser Ära und dieser Ideologien zu sehen sind. Es werden auch noch andere Spiele genannt, die ein ähnliches bzw. gleiches Setting, eine Thematik verfolgen, die diese aber auf eine weniger idealisierende bzw. verherrlichendere Art und Weise präsentieren. Zu den Bildern. Bad Taste definitiv, vor allem von außen betrachtet. Allerdings stellt sich mir leider wieder die Frage,
wie aussagekräftig und ausschlaggebend ist das? Wir reden von einem Promo-Event in Russland, von einem Entwickler, der zumindest russische Wurzeln hat, dazu gleich noch mehr, für ein Spiel, das zumindest anfänglich von einer Utopie in der USSR handelt. Und das während ein bestimmtes Regime an der Macht ist. Also schockiert mich das leider zu wenig, beziehungsweise gar nicht. Zum Spiel selbst, über den Plot, weiß man glaube ich noch zu wenig. Ja, es fängt mit einer Utopie an, irgendwas läuft dann schief, was der Auslöser oder die Auflösung von dem Ganzen ist, kann man, soweit ich weiß, noch nicht beurteilen. Deswegen das Spiel selbst, den Plot selbst als verherrlichend zu bezeichnen, ist, glaube ich, noch nicht möglich zu diesem Zeitpunkt. Warum ist dieser Punkt für mich relevanter als die bisherigen? Wir glauben heute gern, dass Propaganda nichts Relevantes oder Gefährliches mehr ist. Meistens bemerken wir es gar nicht, wenn wir ihr ausgesetzt sind. Genau deswegen finde ich es aber nicht falsch oder übertrieben, darauf hinzuweisen, wenn etwas die Grenze zwischen Kunst und Verherrlichung eventuell überschreitet. Vor allem, wenn es sich um Ideologien und Symbole handelt, die für viele synonym mit einer der größten Propagandamaschinen weltweit stehen. Und wenn es sich um eine Thematik handelt, die sich im echten Leben aktuell widerspiegelt. Ich möchte dazu noch sagen, dass das Argument, die Kunst vom Künstler zu trennen, in gewissen Fällen durchaus legitim ist. Allerdings, man stellt sich vor, ein Spieleentwickler macht in Deutschland ein Event und hängt dann dort überall Flaggen mit Nazi-Symbolen auf. Ich glaube, das wird weder dort noch international gut ankommen. Des Weiteren wird das Argument durch das, was wir in den nächsten Punkten sehen, sehr entschwächt, beziehungsweise meiner Meinung nach sogar irrelevant. Part 2, die Devs. Wir kommen jetzt schon langsam zum Eingemachten. Es wird auch da nicht leichter, aber bitte durchhalten. Es geht zunächst um Manfish und wie diese versuchen, sich aufgrund der aktuellen Geschehnisse als internationaler Entwickler ohne relevanten Sitz oder Verbindung zu Russland zu präsentieren. Konträr zum Video muss ich sagen, ich habe keine konkreten Beweise dafür gefunden, dass A. Manfish ein strikt russischer Entwickler ist und B. Sich erst aufgrund der aktuellen Geschehnisse versucht, anders zu präsentieren. Dafür gibt es zu viel mögliche Gründe und damit zu viel Spielraum für Interpretation. Ist für mich fraglich, wie relevant das Ganze ist. Es wird ob da jetzt allerdings oft unklar und widersprüchlich. Und deswegen ist mein Interesse geweckt, genauer hinzuschauen. Und genau das versuchen wir jetzt. Ist Moonfish ein russisches Studio, ein russischer Entwickler? Die offizielle Seite sagt, gegründet 2017 in Zypern. Dasselbe finden wir auf Crunchbase. Founded Day 2017, Zypern. Als nächstes findet man einen Artikel von 2018, der das Studio als Moskauer Studio bezeichnet und auf Rocket Reach, Head of Legal Department, sowohl als auch den Chief Operating Officer, Baden-Moskau. Wir haben dort dann auf einmal eine Adresse mit Rockville, Maryland, US und weiter unten die Information, dass Moonfish in Moskau ansässig ist. Das wirklich Verwirrende oder Frustrierende für mich in dem Ganzen ist, was ist jetzt ausschlaggebend, ob Moonfish ein russisches Studio, ein russischer Entwickler ist oder nicht? Wo sie gegründet worden sind, wo der Hauptsitz ist, wo die meisten Leute arbeiten, wo die wichtigste oder die meiste Arbeit verrichtet wird, das ist für mich nicht klar. Zu den Leuten hinter Mundfisch oder in dem Fall hauptsächlich Robert Bagratuni. Aus irgendeinem Grund taucht für den ein zweiter Name auf. Maxim Sesepie, so auf die Art. Keine Ahnung wieso oder woher das kommt. Das Einzige, was ich gefunden habe, war der russische Artikel über mehr oder weniger die Arbeitsbedingungen in der Firma. Und aus irgendeinem Grund wird er dort mit Baden-Nomen benannt. Keine Ahnung. Was wir bestätigen können, ist, dass er tatsächlich davor als Creative Director bei Mail.ru, BK, merken dazu Kummer noch tätig war. Zur Co-Founderin finde ich nicht mehr als das. Also, kann ich nicht mehr dazu sagen. Die Dass sie bei Nachrichtendiensten oder sonst irgendwo gearbeitet hat, kann ich nicht bestätigen und auch nicht dementieren. Zu VK oder davor Mail.ru, das Unternehmen, bei dem Robert Bagratuni tätig war,
Wir sehen hier, ist ein russisches Investmentunternehmen mit Sitz in Moskau, im Besitz von Milliardären. Wieso das Ganze immer relevanter wird, ist, weil ab jetzt immer mehr Personen auftauchen, die mit Individuen oder Institutionen in Verbindung stehen, von denen das russische Regime entweder direkt oder indirekt profitiert. Ich möchte noch schnell auf den Tweet eingehen, aber wenn er für mich nicht wirklich relevant ist. Es ist ähnlich wie mit dem Promo-Event, von dem ich vorher erzählt habe. Ich gehe mal davon aus, es ist ein russischer Entwickler in Russland. Was kann ich mir erwarten für Statements? Ich meine, was mir da mehr stört, ist, ich nehme da kurz den letzten Teil, undeniably a pro-peace organization against violence, against people. Und gleich darauf dann, we do not comment on politics or religion. Vielleicht ist das nur für mich widersprüchlich. Und zweitens, dein Spül, dein Produkt ist ein Kommentar, ist ein Statement. Deswegen ist die Aussage bestens voll schwach. Und ich weiß, das ist wieder eine ganz eigene Diskussion. Aber nur kurz, man kann sagen, man spielt Spiele mit politischer Message oder Inhalt und interessiert sich selber nicht für Politik. Das ist okay, ja. Aber es geht da um die Entwickler. Dann wäre dann noch die Frage, warum ein internationaler Spieleentwickler mit Sitz in Zypern versucht, mit russischen Mobilisierungsgesetzen konform zu sein. Es beruht auf den Vorwürfen, dass Nutzerdaten gesammelt werden hätten sollen und an den russischen Geheimdienst und das Finanzamt weitergeleitet werden. Es ist mittlerweile natürlich dementiert worden mit dem Statement, dass die Datenschutzerklärung auf der Website veraltet und falsch war. Wie veraltet? Und warum ist es dann noch dort gestanden? Dazu, dass alles eine gängige Praxis ist. True, Daten werden immer und überall hin weiterverkauft. Aber wenn ich mal aktiv aussuchen kann, ob meine Daten von oder an jemanden verkauft werden, der aktiv Krieg führt, oder an jemanden, der das nicht tut, dann nehme ich das Zweite. Mag merkwürdig klingen, aber geringeres Übel. Part 4, Economics. Wir kommen letztendlich, aber nicht als letztes, zu dem Part, der für mich am relevantesten bzw. gravierendsten ist. Es geht darum, wohin der Umsatz, den der Verkauf des Spüls generiert, fließt, beziehungsweise wer die Akteure sind, die letztendlich davon profitieren. Als Investoren haben wir Tencent, GM Capital und Gaijin Entertainment. Ich möchte auf diese drei einzeln eingehen, werde mich aber auf die für diese Situation relevanten Informationen beschränken. Der Grund dafür ist, dass ab bei diesem Punkt wieder einiges an Unklarheit und Verwirrung auftaucht. Bei Tencent gibt es ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, außer dass es sich bestenfalls um einen shady actor handelt. Berüchtigt in den letzten Jahren für den Umgang mit Kritik und der Ankündigung, dass sie Gesichtserkennungssoftware in ihre Spiele installieren wollen. Bei Gaijin Entertainment wird es etwas schwieriger und da wird da Kritik laut. Im Unterlauf da nämlich, ich nenne es mal Fehler im Video. Die Firma hat nicht 2020 ihren Standort gewechselt, sondern tatsächlich schon davor. Ob dieser Fehler aufgrund von einem Bias bei der Recherche entstanden ist oder bewusst, um den Narrative voranzutreiben, auszuschmücken, sei wie vieles andere in dem Video bisher dahingestellt. Ich möchte allerdings anmerken, dass ich zum Beispiel auf dem deutschen Wikipedia nichts dazu gefunden habe und dann nur im Englischen eben, dass tatsächlich 2015 bereits das Distribution Business von Moskau nach Budapest gewechselt hat und kurz darauf eben auch des Development Headquarters. Dazu aber auch noch, Gaijin hat scheinbar 27 Angestellte in Ungarn. Bei einer Angestelltenanzahl von über 200 ist ähnlich wie beim Moonfish und mir stellt sich die Frage, ist es ein russischer Entwickler mit Sitz in Ungarn oder ist es ein ungarischer Entwickler mit Sitz in Russland? Die Tatsache, dass der Entwickler seinen Standort bereits 2015 nach Ungarn verlegt hat, macht jedoch nicht den Rest der Kritik zunichte. Vor allem nicht, wenn es um Sachen geht wie Vorwürfe zur Finanzierung pro-russischer Separatisten im Donbass, Sponsoring von anti-ukrainischen YouTube-Kanälen und so weiter. Auch noch interessant ist die Entfernung von Kommunikationsmöglichkeiten in Spielen. Macht einfach kein gutes Bild. Eine weitere Ungereimtheit bei dem Ganzen ist, dass auf Crunchbase nur Tencent und GM Capital als Investoren gelistet sind. Auf der offiziellen Mundfisch-Seiten liest man With our investors, Gaijin Entertainment, GM Capital und Tencent. Ich habe nichts gefunden, was das erklären wird, deswegen wirft es für mich nur noch mehr Fragen auf. GM Capital war Spaß. Ich habe nur diese russische Wikipedia-Seiten gefunden und habe dann
zu Google Translate resultieren müssen. Deswegen werde ich da nur die wichtigsten Punkte davon nehmen. GM Capital ist eine internationale Beteiligungsgesellschaft, die im Bereich Private Equity und Venture Capital tätig ist. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Zypern. Gleich wie Mundfisch. Kurz zur Geschichte des Unternehmens. Das Unternehmen wurde 2017 vom Unternehmer Anatoli Pali, zu dem Kollegen Kummer noch, als Ergebnis der Konsolidierung von Vermögenswerten im Öl- und Gassektor einschließlich des Ölunternehmens First Oil gegründet. Womit macht GM Capital sehr Geld? Das Investitionsportfolio von GM Capital umfasst mehr als 30 Projekte aus Russland, Europa, den USA und Israel. Das Unternehmen investiert in die folgenden Segmente: Öl- und Gasförderung, spezialisierte Chemie, Entwicklung von Mobil-Computerspielen und digitaler Unterhaltungsindustrie, Herstellung neuer Materialien, Umweltprojekte, Anlageerrichtung, Öl- und Gasprojekte. Interessant wird's, wenn wir uns den Gründer von GM Capital genauer anschauen, wie schon früher erwähnt, Anatoli Pali. Früher für die Gazprom tätig, wird in dem Video erwähnt, kann man tatsächlich bestätigen. Es ist gar nicht einfach, etwas über Anatoli Pali herauszufinden, was er mit anderen Personen im Zusammenhang mit diesem Projekt gemeinsam hat. Wenn wir allerdings auf Crunchbase, bei Moonfish, auf die Investoren gehen, dort auf GM Capital, und dann dort auf die Employee Profiles, dann haben wir den einzigen ohne Profilbild, Anatoli Pali, und sehen ihn als Founder und Managing Partner. Seine frühere Position bei der Gazprom war für mich schwerer nachzuweisen. Das einzige Konkrete, das ich dazu gefunden habe, war ein Artikel von International Information Group, der ihn als former Gazprom Executive bezeichnet. Wie schon erwähnt, ist bei vielen Personen im Zusammenhang mit diesem Projekt sehr wenig Information, sehr wenig klare Information zu finden. Das lässt sich damit aber bestätigen. Viel mehr Konkretes lässt sich über Anatoli Pali nicht außerfinden. Ich finde es allerdings erwähnenswert, dass sein Name immer wieder im Zusammenhang mit sanktionierten Betrieben wie der VTB und den Panama Papers auftaucht. Es gibt, wie bisher, keine konkreten Beweise, aber viel Ungereimtheiten und Unklarheiten, die man zumindest als Indiz deuten kann. Wir kommen zu den Publishern. Es gibt auch das Argument, dass AD mehr zur Verantwortung gezogen werden sollten, welche Spiele sie veröffentlichen. Und ja, dem gebe ich recht. Nur spätestens seit Cyberpunk muss man sich fragen, wie viel Xbox bzw. Microsoft auf Sachen wie Qualitätskontrolle gibt. Der Grund, warum ich mich auf Wikiplay konzentrieren werde, ist, weil das in diesem Fall der einzige russische Publisher ist. Bei Wikiplay scheint sich der Kreis zu schließen. Wikiplay, die Gaming-Division von WK, früher Mail.ru, bei der Robert Bagratuni der Vorstand war, jetzt der Gründer von Mundfisch. Wir wissen, dass WK eine Investmentfirma mit Sitz in Moskau ist, im Besitz von Milliardären, die dafür bekannt sind, Putin und das russische Regime zu unterstützen und zu finanzieren. Zusammenfassend würde ich sagen, dass ich keine konkreten Beweise dafür finden habe können, dass der Verkauf dieses Spiels direkt den Krieg in der Ukraine finanziert. Was ich gefunden habe, waren Ungereimtheiten, Unklarheiten und rote Flaggen beim Entwickler, den Investoren und Publisher. Ich selbst komme zu der Entscheidung, dieses Spiel nicht zu spielen. Weil, wie ich im Anfang schon erwähnt habe, ist der Grund dieses Videos nicht der, andere von dieser Meinung zu überzeugen. Ganz ehrlich, wenn ihr wirklich einen Grund für dieses Video nennen müsst, wer schätze der Versuch, selbst ein mündigerer Konsument zu sein? Ich glaube, wir können genauer hinschauen, wenn es darum geht, wer von den Spielen, die wir spielen, profitiert. Und ja, das lässt sich auch über vieles andere sagen. Aber nur weil wir uns ein bestimmtes Thema aussuchen, für oder gegen das wir uns einsetzen, unser Bestes geben oder so wie in dem Fall einfach nur ein schlechtes YouTube-Video machen, macht uns das nicht zu heucheln. Ich glaube, es ist durchaus legitim, sich für eine bestimmte Sache einzusetzen und dann irgendwann zur nächsten weiterzugehen, weil wir in der heutigen Zeit nie mit allem gleichzeitig umgehen können. Und alle, die bis daher geschaut haben, vor allem dann durch, danke. Bitte auch das Originalvideo anschauen. Ich werde mir Mühe geben, alles, was ich dazu gefunden habe, zu verlinken. Alles Gute. Peace.